Hallo und herzlich willkommen bei Mikis und Marys Filmuniversum. Wie ihr seht, schwelgen wir noch immer an den Erinnerungen, in den Erinnerungen des ersten Advents. Denn der ist noch gar nicht so lange her. Gestern genau genommen, auch wenn das Video wahrscheinlich erst später Vielleicht erst nach dem veröffentlicht zweiten wird. Advent. Vielleicht auch erst nach dem zweiten Advent. Nichtsdestotrotz, obwohl wir gestern nun weit über, weiß ich, wie viel Euros Stunde, 20 ausgegeben haben, Minuten. 1 Stunde 20 Minuten Minuten geredet Video. haben und ganz viel Geld auch noch in Berlin gelassen haben, wollen wir uns heute mal einem Update des Monats widmen. Denn ob man es glaubt oder nicht, Wir haben davor schon Geld wir haben ausgegeben. davor schon Geld ausgegeben. Und ich meine damit nicht unser riesiges Update-Video von MediaMarkt, Saturn, Müller und Medimax. Ja, oh, das war ja Das auch ist noch. so erschreckend, wenn man mal überlegt, dass wir in diesem Monat, na gut, das ist ja der 1. Dezember, also wir können es so wieder gut reden, dass die Filmbörse ja schon im Dezember war. Ja. Deswegen ist es eigentlich ja dann Und auch nächste wieder Woche gibt es nicht auch ganz so Geld. tragisch. Die Woche gibt es ja auch Geld. Stimmt. Also bei mir. Ja, bei mir hoffentlich auch. Ich war brav und habe gearbeitet. Ab und an. Gut, aber wie gesagt, erster Advent ist vorbei, deswegen. Wir haben ja bald den zweiten Advent, dann können wir. Vielleicht machen wir einen kleinen zweiten Advent Special Video. Mickey und Melody Mit schauen. Weihnachtsmusik. Genau. Oh, wir haben ja auch einen Weihnachtsfilm dafür. Nun ja, wir, wie Und den gesagt. reichen wir jetzt kurz mal rein als Nachtrag Genau. von gestern. Ist mir heute aufgefallen. Und Ja, es ist. wir müssen ja sagen, man kann ja schon mal. Tragödie. Doppelte Tragödie. Also, Ja. ich grüße an dieser Stelle mal 1988. Dave Dave. 1988. Irgendwas mit 1980. Dave. Der mir mein Lieblingscover-Mediabook vor der Nase weggeschnappt hat, quasi. Und dann muss ich heute noch hinnehmen, man erkennt es, dass mein Mediabook hier unten eine Bruchstelle hat und hier unten ein Stück Plastik rausgebrochen ist. Achso, ich sollte mal kurz erwähnen, es geht um Midnight Meat Train. Ja. Ich wollte ja Cover B haben. Auf der Börse hieß es, gibt's nicht mehr. Und dann kommen wir nach Hause, sehen, Dave hat ein Börsenupdate gemacht auf derselben Börse, wo wir waren, und hat sich für 25 € Cover B gekauft. Anscheinend das letzte. Und da saß ich Ich glaube spontan sogar für hier weniger Geld, und aber das ist jetzt hab ein egal. bisschen gekotzt. Ja, ich war Zeuge. Er wollte was schreiben, aber er konnte nicht. Es wäre wahrscheinlich Und eine. dann heute noch das hier, also das nur so Ja. als Nachtrag. Und die dritte Tragödie ist, ich habe mir dieses Plastiksplitter-Ding beinahe noch eingepikst in meinem Allerwertesten, weil das auf der Couch lag. Einfach mal einen Film, der vor kurzem rauskam, kurz zu zitieren, Popo. Popo, genau. Oh, ja, ich habe schon irgendwie so, oh Gott, Plaste. Plaste. Sieht aus wie so ein Ihr könnt ja auch mal Mediabook-Plasteteil. Ja, kurz hier hier. reinschalten. Man sieht das wahrscheinlich gar nicht. Also, ne, doch, es geht. Es ist ein großes Dieses Schlitz. kleine Teile ist aus meinem. Also, es ist groß, wenn man sich in den Arsch piekt, und klein, wenn es aus dem Mediabook bricht. Ja. Aber es blutet mir das Herz, dass das rausgebrochen ist. Ich bin echt pissig gerade ein bisschen. Dass ich das nicht eher gesehen habe, aber es ist nicht beim Aufschneiden passiert. Also ich Nee, weiß nicht wann. Es gibt keine Erklärung, warum das wir haben uns kaputt ja auch nicht gegangen ist. raufgesetzt. Es lag zwar auf der Couch zum Foto machen, Aber aber. es ist mir halt, wie gesagt, erst heute aufgefallen. Sehr, Egal. sehr traurig. Wir trauern dem Ganzen nach. Ich weiß ja nicht, ob man NSM Records da einfach mal anschreiben kann und vielleicht Glück bekommen hat, dass man da was Neues kriegt. So, Ja, Ersatz. egal. Kommen wir zum Update. Ich habe gekauft. Du ein bisschen, ich ein bisschen mehr. Ich habe zwei Sachen gekauft, Ich habe Ganze. vier Sachen gekauft. Also es ist wenig. Wir haben ja auch schon ordentlich gekauft. Wir haben auch nur schon Aber 4 Minuten verquatscht. die sechs Sachen, die wir gekauft haben, wollen wir euch natürlich auch noch zeigen, nachreichen. Und ich fange einfach mal an mit den DVDs. Ich habe drei gekauft. Entschuldigung. Und wir fangen mal hiermit an. Der Gott des Gemetzels. Mit Christoph Waltz, Judy Foster, Kate Winslet und John John C. C. Reilly. Reilly. Und Reilly. natürlich von Roman Polanski gedreht. Wir hatten uns den ja schon mal angeguckt, Ja. vorher. Das war einer der wenigen Filme, die wir uns mal vorher angeguckt haben, bevor wir ihn gekauft haben. In letzter Zeit zumindest. Ich habe das Gefühl, in letzter Zeit habe ich mir mehr Filme gekauft, ohne sie vorher zu sehen. Und Aber wirklich gut. naja, eigentlich schöne. Die Kotzszene war ein bisschen eklig. Ja, das war nicht so geil, aber das ist jetzt ein Spoiler schon fast. Ich Ich muss sag ja gar nicht, allerdings, wann, wer und ja, aber ich überhaupt. muss ein bisschen revidieren. Also Christoph Waltz ist zwar grandios in dem Film, aber
Es ist halt auch wieder nur eine Variation von hier Hans Lander und Dr. King Schulz irgendwie. Ja. Also man merkt halt doch, dass er immer Christoph Waltz ist, wenn er einen Fiesling spielt. Ja, und man kann, ist ja kein Spoiler, wenn man sagt, er spielt einen kleinen Fiesling. Er ist großartig in dem Film, er ist toll, der ganze Cast ist super. Wirklich, das kann man, wenn man bedenkt, es sind ja wirklich nur fast die ganze Zeit vier Leute. Es sind exakt vier Darsteller und ein paar Statisten. Es werden zwar ein paar mehr Darsteller aufgeführt, aber das ist eigentlich, die spielen keine Rolle. Also es geht wirklich nur um die vier Leute in dieser einen Wohnung. Und es ist sehr schön zu sehen, wie die einfach nicht schaffen, aus dieser Wohnung rauszukommen. Ja. Mit welchen Tricks. Die waren ja auch schon draußen. Die waren draußen, dann sind wieder reingegangen. Und also wie gesagt, ein großartiger Film, aber Christoph Waltz, ey, leider nur eine Variation, deswegen nicht ganz so geil. Also vielleicht, wenn ich ein Rating vergeben müsste, würde ich sagen so 4 von 5. Ja. Mit Tendenz zu 4,5. Der Film oder Christoph Waltz? Der Film. Weil dieses Christoph Waltz ist nur eine Variation, das zieht dann doch wieder ein Pünktchen oder ein halbes ab. Ich würde es jetzt gar nicht so schlimm sehen, weil er ist schon anders. Aber ist es, ja, aber man merkt trotzdem so diese. Ich meine, er sieht halt auch aus wie in den anderen Filmen. Also, ich sag mal, viele Schauspieler, halt, ne? Ja, viele Schauspieler, die das, glaube ich, die Variation da reinbringen, die du vielleicht gewünscht hättest, die verändern sich meistens dabei. Ich will gar keine Variation, aber man merkt es halt. Und das war in letzter Zeit doch sehr viel Christoph Waltz. Ja. So in den letzten Jahren, sag ich mal. Dann wird es dir nicht gefallen, wenn ich jetzt diesen Film reinhalte. Ja, der ist ja älter. Christoph Waltz. Ja, aber der ist ja älter. Ja, der Tanz mit dem Teufel. Ich will mal sagen, der Tanz mit dem Teufel. Nee, ach Quatsch. Tanz der Teufel, will ich mal sagen. Aber es ist ein anderer Film. Den wir auch haben. Die Entführung des Richard Oetker. Ich habe den Film vor, ich will nicht lügen, ungefähr gefühlten 10 Jahren mal im Fernsehen gesehen. Ist der Film überhaupt so alt? Ich gucke mal. Natürlich finde ich jetzt gerade keine Information so schnell auf diesem. Ja, ich will es euch ja so gern sagen. Hier steht 2009 drauf, aber das ist nur die Veröffentlichung der DVD. Naja, egal. Niki googelt das gerade. Ich rede einfach mal weiter. Wie gesagt, vor ungefähr gefühlten 10 Jahren mal im Fernsehen gesehen. Ist ein Zweiteiler. 2001. Dann ist das ja nicht nur gefühlte 10 Jahre. Dann sind es ja wirklich 10 Jahre. Scheiße. Egal. Mit Sebastian Koch, Tobias Moretti und eben halt den angesprochenen Christoph Waltz. Wie man hier ja lesen kann, geht es um die Entführung des Richard Oetker, die wirklich passiert ist. Ja. Also dem Oetker, der Oetker-Familie, ne? Der bekannten Oetker-Familie. Also der Pizza-Familie. Aber eben halt nur Sohn. Ja, der Oetker-Familie. In den 70ern, ne? Oder sowas. Genau, der irgendwann 1976, im Dezember 1976 entführt wurde und ja. Glaube ich, spoiler nicht so viel, wenn ich sage, es war Christoph Waltz. Oh, scheiße, ich habe den Film schon lange mehr gesehen. Ich hoffe, man weiß von Anfang an, dass er das war. Aber eben halt von Christoph Waltz. Ich kann dazu nichts sagen. Und Tobias Moretti spielt den Polizisten, der das Ganze aufklären will. Wirklich, also ich habe ihn sehr gut in Erinnerung. Also einer der wenigen TV-Filme für, wir machen keine Werbung, deswegen schnell wieder weg, die mir gefallen haben. Und irgendwie aus irgendwelchen dummen Zufällen bin ich einfach mal wieder drauf gekommen, dass man sich den mal kaufen könnte. Mhm. Und dann war ich ihn Teil einer Cyber Monday-Bestellung. Ja, er war nicht beim Cyber Monday, aber er hat uns die Versandkosten dann teilweise mit erspart. Teilweise. Ja. Ich glaube für 8 Euro, 7,99. 7 irgendwas. Genau. Einfach mal mitgenommen, 2 DVDs, ich mache mal kurz auf. Aber innen ist es sehr unspektakulär. Daher, ich empfehle ihn jetzt einfach mal, ohne dass ich ihn jetzt frisch gesehen habe. Aber bei den drei Namen, also ich mag ja alle drei als Schauspieler. Tobias Moretti, ich meine, hallo Kommissar Rex, das war doch mal eine Rolle. Hat er für einen Oscar verdient. Ich weiß, das macht überhaupt gar keinen Sinn, was ich da gerade sage, aber. Grüße an Steve. Okay. Wegen Oscar und Christoph Waltz. Achso, ja, gerade erst gesehen. Wer das letzte Steve Games Video gesehen hat, also das derzeit letzte, die Top und Flop November und den Kommentar von Mickey und Melody, die darüber gelesen haben, wissen, wovon wir reden. Ich habe mir nicht ausgedacht. Um es mal an dieser Stelle zu erwähnen. Ja. Wir haben ihn schon ein paar Mal gegrüßt, ne? Ja, egal. Machen wir weiter mit einem weiteren Film von Christoph Waltz. Nein, oh Gottes Willen. Nein, natürlich nicht. Und zwar die Roy Black Story. Die Roy Black Story. Du bist nicht allein. Ich habe mir diesen Film gekauft. Das ist für mich einfach so ein typischer Weihnachtsklassiker. Den hat mir meine Mutter damals ganz oft aufgedrängt und mittlerweile gucke ich ihn auch selber mal freiwillig an.
Der war auch recht billig, ne? Es war immer der war für 5,99 haben wir ihn, warum haben wir ihn ja nicht mitgenommen? In Weiland Hugendubel. Sogar. Hugendubel heißt das ja. Ist nicht mehr Weiland. Ist nicht mehr Weiland. Wurde verkauft. Um danach dann zu sehen, dass Amazon ihn auch für 5,99 verkauft. Und wir hätten für 2,99 Twilight bekommen. Nein, das war Hugendubel. War das Mediamarkt oder Amazon? Amazon. So Mediamarkt so, verkauft die, glaube ich, für 7 Euro. Ist das für mich so eine schöne Kindheitserinnerung auch mal oder wieder? Ist doch Mediamarkt. Ist doch scheißegal. Ich erzähle gerade was von meiner Kindheit. Red dich mal rein. Die war traurig. Das will keiner hören. Oh Mann, okay. Dann nicht. Doch. Nein, das war mal so ein Film, den haben wir vor der Bescherung geguckt. Das war mal so, du musst den jetzt nur angucken, danach gibt es Geschenke. Dann habe ich wieder mit da gesessen so, und dachte, das ist ja endlich vorbei. Wir gucken einfach mal, wie lange der Film geht. Der geht oder ging immer noch 83 Minuten. Das waren lange 83 Minuten für mich damals. Aber eigentlich ein wirklich schöner Film. Muss ich jetzt. Ja, also als besonders schön sind ja die Strumpfhosen bei den Männern. Muss man einfach mal festhalten. Also, ich mag den Film. Ich habe den auch immer geguckt, aber... Und dann halt drinnen ist dann die normale... Willst du mir das mal kurz abnehmen? Emery. Du hast aber vergessen zu erwähnen, dass das hier geprägt ist, ne? Also, oder gestanzt. Das machst du ja jetzt. Also, hier, der Rand, ne? Ist so ein bisschen... Genau, ist schön gemacht. Fühlbar. Es gibt ja ganz viele andere. Die sind hier drinnen auch nochmal erwähnt. Ihr habt sie alle gesehen. Und Wendecover. Wendecover, genau... Also wirklich eine schöne Aufmachung. Ich habe den Film auch vor ein paar Jahren meiner Mutter geschenkt. Hier, ne? Genau. Hier war aufgeklebt da Wendecover. Und gut ablösbar. Also das ist wirklich eine Top-Aufmachung. Und ich werde mir auch noch mehr von dieser Reihe holen. Es gibt da so viele schöne Märchen-Verfilmungen. Und die ist jetzt meine erste in der Sammlung. Deswegen freue ich mich auch da erstmal drauf. 5,99. Ach, das sieht immer noch nicht gut aus. Tut mir leid, ich bin ein kleiner Perfektionisten, damit es nachher beim Schnittprogramm wieder ganz anders ausschaut. Ja, dann mache ich mal dann mit meinem ersten Film aus diesem Monat. Ne, war nicht mein erster, aber egal. Ich habe mir geholt bei Mediamarkt für 97 Ted auf Blu-ray mit der Digital Copy hier mit dem, ich zeige jetzt mal nicht den Code, mit so einem Pappschuber drumrum und dann der normalen Blu-ray mit Wendecover, wie man sieht. Was ich sehr schön finde. Ich stehe ja auch immer noch so ein bisschen auf das Zabi Steelbook aus UK, muss ich sagen. Ich finde das irgendwie geil. Ja, du bist ja auch großer Fan von diesem Film. Also ich liebe den Film. Also gut. Ich muss relativieren. Ich liebe die erste Hälfte und die zweite Hälfte mag ich. Aber die erste Hälfte ist ja einfach mal grandios. Ja. Ich meine, als Mila Kunis nach Hause kommt und Ted sitzt da mit 4 Prostituierten auf der Couch und die eine hat auf den Boden gekackt, weil sie... Wahrheit oder Pflicht gespielt haben und die es ein bisschen zu ernst genommen hat. Ey, ich habe Tränen gelacht im Kino. Übrigens, wir müssen mal erwähnen, das war unser erstes Date. Ja. Und da haben wir diesen Film geguckt. Also unser erstes Date. Deswegen würde ich ihn vielleicht doch ein wenig lieben. Aber, so prinzipiell aber so ist als es einfach für mich nur ein guter Film. Als erstes Date-Film ist es gerade eine gute Wahl, aber egal. Wir sind anders. Wir gucken uns ja kaum wirklich selten mal Liebesfilme an, oder? Kann das sein? Nee, willst du ja nicht Bollywood mit mir gucken. Nee. So, egal. Kommen wir wieder zu Ted. Ey, ich finde den großartig. Allein hier Donner-Buddies fürs Leben. Hallo. Und da haben wir die angesprochenen 4 Prostituierten. Und die großartige Mila Kunis, also die war wirklich großartig in dem Film und auch Mark Wahlberg. Also den ersten Teil, wie du sagst, würde ich auch 4,5 von 5 Sternen geben, aber den letzten Teil... Ja, diese Geschichte so da mit Giovanni Ribisi, die war echt nicht so geil, aber... 3 von 5, wenn er nicht sogar eher schlechter... Aber irgendwie war es immer noch cool, weil Ted immer noch diese dummen Sprüche gebracht hat. Ja, weil es war so unnötig. Einmal das Inlay. Ja. Recht unspektakulär. Wendecover, die DVD sieht doch ganz cool aus. Für eine Blu-ray. Also, die meisten Blu-rays, die ich bisher gesehen habe, waren immer eher so. Ja. Da finde ich das hier ganz cool. Aber letztendlich. Und ich freue mich. Und wer einen Tipp hat, wie man die Digital Copy hier runterladen kann, weil bei mir klappt das irgendwie nicht. Man soll es ja über einen Computer machen können, auch mit einem DVD-Laufwerk. Angeblich, laut der Angabe hier. Es hat nicht funktioniert. Wer da einen Tipp hat, schreibt es in die Kommentare. Aber bitte nur einmal. Aber bitte nur einmal. Also wenn ihr seht, hat es einer schon geschrieben. Ich brauche nicht 10 Erklärungen. Wir fühlen uns auch schon bei dem einmal dumm genug.
Ich fühle mich nicht dumm, aber. Nein, es aber manchmal sind die Tipps so einfach und dann denkt man so, hättest du auch drauf gekommen. Das ist meine erste Digi-Copy, die noch funktioniert. Im Gegensatz zu der aus dem anderen Film, den ich noch habe. Ja, dann war ja mal so, dieser Code ist einen Tag vorher abgelaufen oder irgend so ein Schrott. Nee, der ist schon ein paar Monate abgelaufen. Gut, mache ich mal weiter. Nicht machen wir weiter. Denn ich habe mir einen wunderschönen Film aus dem Cyber Monday, aus den Cyber Monday Wochen geholt. Ja, wir haben genau einmal zugeschlagen. Wir haben oft überlegt, einfach zugeschlagen. Naja, wir konnten ja nicht so, weil wir gespart haben für die Filmmesse. Ja, das war auch gut so. Und ein paar Mal waren wir auch ein bisschen zu spät dran, muss ich jetzt auch sagen. Ich halte ihn jetzt mal von oben in die Kamera. Wo kommt sie denn? Da. Ba-bam. Ba-bam. Das ist schon genug. Ich wäre so gern wie du. Schubidu. Oder irgendwie so. Ja, du hast ihn ja nicht gesehen mit mir, dann wüsstest du jetzt, wie das geht. Du wolltest ihn auch nicht sehen. Nee, weil ich mag den nicht. Ich finde die Aufmachung wunderbar. Die Aufmachung ist super. Die fühlt sich wirklich super an. Ich weiß gar nicht, so ein bisschen matt drauf. Lederartig ja, fast. Ja, irgendwie nicht so einfach Pappe. Ne? Das ist und echt dann aber die Figuren hier schon ein bisschen glänzend, das sieht man auch, glaube ich, ganz gut hier. Also wirklich, wirklich schöne Aufmachung für 13,99. 97. Habe ich dir den mal bestellt? Hast du mir ihn bestellt? Danach haben wir dann noch mal ein paar Sachen zugebucht, aber egal. Ein paar schöne Extras, die ich mir auch teilweise echt schon angeguckt habe. Ich weiß gar nicht welche, aber jo. Ich habe ihn mir auf jeden Fall angeguckt. Ist nicht mein Lieblings-Disney-Zeichentrickfilm, muss ich aber jetzt auch zugeben. Also kommt für mich nicht an sowas wie Die Schöne und das Biest und Ariel und sowas ran. Ich mag Eddie. Weiß nicht. Ja, ich mag ihn halt auch nicht. Ist nicht und mein Aladdin Thema. Und sowas mag ich eher lieber. Aber ich wollte ihn gerne haben. Ist ein Klassiker, ich wollte ihn gerne haben. Und auch in dieser Aufmachung. Und ist der erste Film, den die drei Herren vom Film gerne benutzen können für ihre 10 Filme, 10 Sekunden mit Disney Zeit. Genau. Da haben wir schon mal den ersten. Ja, was wollte ich noch? Irgendwas wollte ich gerade sagen. Verdammt, du hast mir aus dem Konzept gebracht. Na egal. Ach ja, und es war die Auflage, die mir meine 1400 Punkte bei Disney gebracht haben. Und jetzt habe ich mir was Schönes bestellt. Und ich freue mich schon, wenn das kommt. Das wird das nächste Unpacking. Das wird das nächste Unpacking. Ich sage jetzt nicht, was es ist. Ja, das ist sehr Quatsch. Es ist nicht die König der Löwenholzbox, weil das sagt dir schon 1400 Punkte an. Du könntest ja ausrechnen. Ja, es gibt was ein paar, im Bereich des Möglichen gibt. Es gibt ein paar, diesmal. Naja, also ich habe endlich mal zugeschlagen. Ich hoffe, es kommt bald an. Ich habe da ja keine Erfahrung bisher mit gesammelt. Auch ein Wendecover. Wendecover, ganz unspektakulär. So, da das Video schon wieder 17 Minuten lang ist, machen wir doch gleich mit dem letzten weiter. Ja, ich habe bei der Bestellung einfach mal was dazu buchen lassen, worauf ich schon lange spekuliert habe. Ich kenne den Film nicht, aber ich bin echt gespannt. Wir müssen ihn echt langsam mal gucken. Und zwar gab es günstig das The Thing Steelbook, also das ist jetzt das Prequel zu Das Ding aus einer anderen Welt. Und das ist ja angelehnt an das alte DVD-Steelbook von dem Film. Und ich weiß, es ist verrückt. Ich habe den auf Blu-ray im Steelbook. Ach, ich überlege auch, mir das DVD-Steelbook noch zu holen, weil es so geil aussieht. ich bin auch wirklich gespannt auf den Film. Hat ja auch eine Digital Copy DVD. Ja. Was mal sehr nett ist, auf jeden Fall. Aber beim Öffnen dieses fiel mir ins Auge. Wo haben wir es denn? Genau, hier. Am 21.03.2013 ist diese Digital Copy abgelaufen. Das ist wirklich super. Da sie mir jetzt respektive gar nichts bringt und ich jetzt hier einfach so eine zweite Disc drin habe, mit der ich nichts anfangen kann. Aber egal. Ich freue mich auf den Film. Leider. Ja, das System verstehe ich auch nicht so ganz, muss ich gestehen. Ja, das ist Quatsch. Aber leider hat er auch hier, man sieht es jetzt glaube ich nicht, ist leicht hier oben. Wir versuchen es mal ein bisschen weiter. Also er ist hier oben auf dem Frontcover. Wo jetzt eigentlich? Ich hab's gerade. An den Ecken hier. Da nur. Und unten halt nochmal. Leicht eingedellt gewesen, aber. Ja, man sieht es jetzt, glaube ich, wirklich nicht. Er war billig. Da so ein bisschen, da glaub, sieht man es. 12 Euro, 12,30 oder so habe ich dafür jetzt bezahlt, direkt über Amazon. Und ja, sieht gut aus. Ich freue mich drauf. Auch wenn er nicht ganz so gut sein soll wie das Original, aber das ist ja klar. Bin ich doch mal gespannt, was sie so daraus gemacht haben. Ja, das war unsere Ausbeute. Unglaubliche plus den ganzen anderen Rest. 20 Minuten haben wir dafür schon wieder gebraucht.
Wir sollten immer nicht so viel Quasselwasserfeuerwerk trinken. Also, eigentlich sind wir total schüchterne Leute, aber irgendwie, wenn die Kamera an ist und es um Film geht, dann labern wir. Und fangen an zu singen, Schubidubidu, ich wäre so gern wie du. Schubidu, ich wäre so gern wie du. Oh Gott, Das war das nicht schneiden wir ich. jetzt lieber raus. Ja, wir schneiden ja gerne aus unseren Videosachen raus. Ja, oder wir sagen immer, dass wir es rausschneiden und lassen wir es drin, aber ich gebe es zu, ich mache das ja meistens. Ich bin zu faul. Du bist auch die Einzige, die das Schneideprogramm Aber hat. letztendlich heißt unser Kanal ja auch ungekürzt und ungeplant oder so ähnlich. Und hey, das nächste Video, was wir hochladen werden, das sind 3,5 Stunden schon ausgespielt. Wahnsinn. 3,5 Stunden. Ich freue Die mich. sind wir doch noch Und dann bestimmt wach. wahrscheinlich nochmal schön 2 Stunden hochladen. Oh Gott, Ey, die ey. 3,5 Stunden sind wir doch noch wach. Ja, schaffen wir auf jeden Fall. Nun ja, wir labern schon wieder. Ist wir labern schon wieder, verdammte Scheiße. Aua. Entschuldigung. Was kann du weißt dafür, dass ich dir jetzt wehgetan habe? Die stand ja. Egal. Ich kann ja meine Hose runterlassen und den Fleck zeigen, den du gerade auf meinem Arsch hinterlassen hast. Lüge. Gut, das wird jetzt hier langsam etwas aberwitzig. Deswegen sagen wir jetzt einfach mal auf Wiedersehen. Und danken fürs Einschalten. Genau. Und hoffen, dass ihr bald wieder einschaltet und nicht so genervt von uns seid. Ja. Wir versuchen uns ja zu bessern. Wir schaffen es aber nicht. Das kann ich jetzt schon mal versprechen. Ja, auf Wiedersehen. Schöne Woche. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.